Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Bayonetta 2. Im letzten Part sind wir ein bisschen durch Vigrid, die Stadt des Déjà-vus, gelatscht und haben uns auch gedacht, das kommt uns doch alles ziemlich vertraut vor, weil wir das irgendwie so in der Form ähnlich im ersten Teil auch schon mal erlebt haben. Dann haben wir hier ein Buch gefunden, das über die Hexenjagden sprach, also dieser große Krieg, der sich in Vigrid abspielte. Wo die Hexen verfolgt worden sind. War das jetzt Vigrid oder war das die andere Stadt? I don't know, aber ich habe das Gefühl, wir dürfen das gleich irgendwie zeitversetzt selbst durchleben. In dem nächsten Kapitel, die Hexenjagd, wir werden sehen. Was mir dann auch noch aufgefallen ist, ich kann machen, dass es sparkelt. Ist es nicht unglaublich? Ich wollte es nur mal zeigen. Okay, machen wir weiter. Legen wir einfach los mit der Hexenjagd. So, erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt immer eine Nachtpause gehabt. Ich ziehe es ja wirklich am Stück durch. Also meistens sind das immer so 12 Folgen am Tag. Mehr gehen auch irgendwann nicht. Irgendwann kann man nicht mehr reden. Aber Urlaubsspecial heißt genau das. Ne? Und ich denke, heute beenden wir es auch. Dürfte nicht mehr allzu viel sein. Ich würde schätzen noch 3 bis 4 Kapitel. Und meistens ist das letzte Kapitel relativ schnell, weil es nur ein dicker, langer, fetter, super Endgegnerkampf ist. So, was hier los? Ich habe Kaffee, mir geht's gut, ich bin ausgerüstet, kann nichts schief gehen. Okay, das sieht aus wie irgendein alter Wächter oder sowas. Mit einer Gatling-Gun. Ah, das war das Ding, was wir im Intro gespielt haben. Ah. Das wäre ja auch traurig gewesen, wenn sie die nicht nochmal rausgeholt hätten. So, sprinte in deiner Rüstung. Neige, Z und drücke 2 mal ZR. Wow. Düsenantrieb. Oh, ein Buch, ein Buch. Die Wunderwaffe der Hexen. Na, das müssen wir uns doch dann gleich mal anlesen. Durchlesen. Anlesen. Na gut, kann man auch sagen, sich Wissen anlesen. Als die geheimen Künste der Umbra-Hexen ihren Höhepunkt erlangten, konnten sie es sogar ohne weiteres mit den modernen Wissenschaften aufnehmen. Es gibt nicht mehr viele Aufzeichnungen darüber, was die Umbra erreichten. Die meisten Zeugnisse gingen in der Zeit der Hexenverfolgungen verloren. Allerdings gibt es noch einige Wandgemälde, die darstellen, wozu die Umbra imstande waren. Auf manchen dieser Gemälde ist ein riesiger, pechschwarzer Krieger dargestellt, der die Hexen in den hoffnungslosesten aller Schlachten herbeiriefen. Man nennt so etwas wie ihn wohl Roboter. Aber mit einem gewöhnlichen Roboter von heute hatte er wenig zu tun. Er sah eher aus wie eine futuristische Apparatur aus einem Science-Fiction-Streifen. Wenn man berücksichtigt, dass es sich um einen schwer bewaffneten, energiebetriebenen Anzug der Umbra handelte, trifft es Umbra-Rüstung wohl am genauesten, oder? Genauso wie die Hexen Höllendämonen unter Kontrolle bringen, wird auch die Umbra-Rüstung mit ihren Haaren gesteuert, die mit dem Gerüst der Maschinerie in Berührung kommen. Die Haare dienen als Katalysator der magischen Kraft, mittels derer die Hexen die Rüstung bedienen können, als wäre sie eine Verlängerung ihres Körpers. Jede Hexe, die in diesen stählernen Anzug schlüpft, ist in der Lage, dem gesamten Heer der Engel in einem Wimpernschlag einen Dämpfer zu verpassen. Leider reicht das nicht aus, um ihren Clan vor der Auslöschung zu bewahren. Ja, wir haben ja schon gehört, das ging nicht positiv zu Ende, ne? Jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt bin ich hier so glücklich vorbeigefahren. Nicht, dass wir hier noch mehr übersehen haben, weil da lag ja auf einmal dieses Buch rum. Okay, sie ist hier am Abgehen, ich will mit abgehen. Jo. Hallo. Gott, da kriegst du ein bisschen was. Hier dürfen wir auch schießen. Unserem Schussarm. Ist ja witzig. Ist ein nice Feature, dass man hier dann auch nochmal. Gibt's hier auch Hexerzeit? Ich muss ja mal ausprobieren. Die kommen momentan nicht so wirklich zum Ausweichen. Nee, scheint es nicht zu geben. Aber ich habe vielleicht auch gerade wieder versagt. Es gibt auf jeden Fall Umbra-Energie. Jo, und das geht ganz gut ab. Und noch ein bisschen aufs Fressbrett. Na, siehst du. Okay, damit haben wir wohl den nächsten Weg freigemacht. Den haben wir einfach so, so beiläufig. Geh weg da. Die zählen nicht mal als echte Gegner. Hier, geh weg. Geh weg. Wir gucken uns nur gerade nochmal um. Nicht, dass wir hier irgendwas vergessen haben.
Wie diese Kiste da. Die sieht doch schon so aus, als könnten wir sie öffnen. There we go. Und da ist noch ein Hexenherz drin. Sonst scheint es das aber erstmal gewesen zu sein. Das heißt, wir fahren mal in die nächste Arena, will ich mal sagen. Oh, cool. Der schleift sogar so am Boden. Putz. Alles mitnehmen, was geht. Ordentlich umgucken, während wir hier so durchfahren. Oh, wer schießt da? Oh. Zack. Und hier geht's weiter, alles klar. Hallo. Lass mich dich verprügeln. Ah. Kann er auch treten, der Apparat? Jo, er kann auch treten. Ah, hier, schön in die Klöten. Da, Klöten tritt, Klöten tritt. Oh, Botz. Okidoki, noch mehr? Jo, nächster kommt. Grüße gehen raus an den Fettmeier. Oh, er hat zwei dicke Äxte. Oh. Da, Hexenzeit gibt es. Haha. Also das läuft auch. Man muss nur ordentlich ausweichen. Was ich mit dem Riesenapparat etwas schwieriger finde. Als mit meiner kleinen Bayonetta. Da geht das dann doch irgendwie einfacher von der Hand. So, du hast Silber erhalten. Ja, hab ja immerhin einmal verschissen. Wir fahren hier nochmal wieder lang. Gucken uns gerade nochmal um. There we go. Zack, da oben war noch eine Kiste. Ja, hier kriegen wir nochmal ordentlich was zum Einsammeln, du, ne? Mondperle, schön. Schwupp, und die nächste Energieleiste. Ich weiß gar nicht, ob man das dann nachher, wenn man auf den nächsten Schwierigkeitsgrad geht, ob man die Sachen dann behält oder ob man das alles wieder von vorne sammeln muss. Wir reißen sogar so cool mit den Waffen den Boden auf, wenn wir so ganz doll seitlich fahren. Na gut, fahren wir mal weiter. Ein Lolli. Sag bloß, da ist ein Muspelheim-Ding. Ich kann es nicht fassen. Naja, wir wollen uns ja der Herausforderung stellen. Ja, nicht kneifen, ne? Wenigstens einmal gucken, was uns in Muspelheim erwartet. Diesmal gibt es hier keine Roboter, mit dem ich rumlaufen kann. Schade. Das wäre jetzt lustig gewesen. Wenn wir noch im Ladebildschirm hier in der Matrix noch ein bisschen mit dem Roboter hätten rumfahren können. Oh, what the fuck? Ja, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was das denn wird. Besiegst du Gegner, wird der Timer teilweise aufgefüllt, oder Motto? Ah, wir haben nicht viel Zeit, alles klar. I see where you're getting at. Oh, Dickwanst, Dickwanst. Der Lava-Dickwanst. Oh, nicht ausgewichen, nicht gut. Ah, mit der Umbra-Power könnte das was werden. Ah, na siehste. Das ging doch sogar leicht von der Hand. Das war auch einfach nur so Fanservice-mäßig jetzt, ne? Weil wirklich herausfordernd war das nicht. Das war einfach nur cool. Gib mir mal diese geile Perle. Und zurück. Na komm her. Fahren wir wieder zurück. Der Main-Plot erwartet uns wieder. Wir fahren mal wieder ein bisschen durch die Matrix. Oh, man kann nach oben gucken. Und nach unten. Okay, das haben wir. Hier noch irgendwas versteckt? Nee. Dann treten wir doch mal elegant diese Tür auf. Oh. Ja gut, war nicht notwendig. Der hat, glaube ich, gesessen. Oh, da schlappert es durch die Gegend. Okay. Wir kämpfen uns dann mal hier eben über die Brücke. Ah, lass das mal lieber. Lass das mal lieber sein hier. Almost.
Was ist los? Was ist los? Ah, hier wird verprügelt. Ah, siehst du. Wir fahren da mal durch die Enge durch hier. Ich muss dir das Gesicht zerkneten. Ah, ich wurde getroffen. Kann das sein? Wie kann das sein? In meiner Superapparatur kann ich doch nicht getroffen werden. Das wäre das gewesen. Den haben wir einfach von der Brücke runtergeschmissen. Auch mal nicht schlecht. Oh. Noch eine Kiste. Ah, da ist unsere Kollegin auch wieder. Die ist auch wieder mit von der Partie. Hier ist nichts. Alles kaputt machen, was geht. Oh. Er scheint wütend zu sein. Ich nenne das mal den göttlichen Salamander oder so. There we go. Einfach die Schnute verprügeln. Oh, guck mal, da hält er uns auch schon seinen Arsch hin. So close. I got hit. Wie gesagt, ich finde das in dem Ding auszuweichen nicht so easy wie mit der Hexe. Es geht. Was? Es geht. Oh. Oh. Almost! Was ist der da am Raketen abballern? Es ist Zeit für ein Climax. Mal sehen, wie das mit so einer Rüstung ausschaut. Oh, warte, zwirren. Ah, siehste. Oh. Ja, wirf ihm das einfach mal ins Gesicht. Übliche, ne? Oh, jetzt ist der aber wütend. Was soll denn das? Oh oh, jetzt haben wir den aufgeweckt. Oh oh oh, what the fuck? Oh, okay. Why not? Und putz! Mach dein komisches Schutzschild da weg. Da, Gesicht. Gesicht, oh. Gesicht. Ah, ist das eklig, dass ich das auch immer alles aufklappen muss. Nächstes Gesicht. Ah, nee, auf mich zu essen. Ich habe keinen Bock von deinem komischen, was auch immer, Tentakel-ähnlichen Dingens oder deinen Gesichterraketen. Braucht kein Mensch. Schutzschild zerbrochen, es ist Zeit, das Hauptgesicht anzugreifen. Kann man da raufhauen? Ist das gut? Ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Ich hau einfach mal rauf. Es schickt zwar Raketen los, aber die scheinen mich nicht mehr zu treffen. Einfach das Gesicht bearbeiten. Oh, das trifft auf jeden Fall. Ich wüsste auch nicht, wie ich dem ausweichen soll. So. Okay, warte, jetzt aber. Ja, schießt du mal deine Raketen, du, das ist egal. Nein, ich muss näher ran.
Meine Umbra-Hexenzeit geht auch hier um. So, ich würde sagen, das dürfte sein Ende gewesen sein, oder nicht? Aber es stürzt auch ab, ja. Tschüss. Da haben wir dieses, was auch immer, besiegt. Aber Bronze, ich habe zu viel Damage gekriegt, weil ich diesem komischen Strahli ausweichen konnte. Oh, und der Noob. Ach Gott, das Ding. Who remembers it? Vom ersten Teil. Mal sehen, ob sie das auch wieder so eklig am Ende auseinander nimmt. Jetzt fahren die einfach stumpf nochmal alle Gegner des ersten Teils auf, so wie es aussieht. Nur mit Robotern. Nicht durch hier, ich muss das Gesicht verprügeln. Au. Oh, lass es mal sein. Nach vorne spiralieren und... Oh Gott. Hier ist aber sehr viel Verwirrendes los. I'm just saying. I'm not sure. Okay, es scheint auf jeden Fall gut gelaufen zu sein. Oh, was nun? Selbstzerstörungsmodus aktiviert. Jo. Das war unsere Rüstung. What the fuck? Ein dick Fettmeier-Boss nach dem anderen. Das ist ja wohl abgefahren gewesen ohne Ende. Die Hexenjagd. Immerhin haben wir alle Kämpfe gesehen, ne? Freigeschaltet, neuer Artikel im Tor zur Hölle. Die Chaos-Kreolen, ein neues Zubehör, sind soeben eingetroffen. Eine Verskarte. Dann schauen wir uns doch mal die Chaos-Kreolen an. Bevor es dann zu Kapitel Die Wahrheit aufgeht. Kapitel 15. Aber erst einmal kurz Rodan wieder besuchen. Gucken, was die Chaos-Kreolen machen. Wir können ja einfach mal Geld raushauen und diese Zubehördinger kaufen. Oder mal so Parfüm. Ich wollte mal so Parfüm kaufen. Um zu gucken, wie es mit den Klamotten ist. Haben wir, glaube ich, auch schon gemacht, ne? Mit Demons und Gunsmithen go together like chicken and waffles. Sorry, I'm mad hungry. Ich merke das schon. Der hat richtig Hunger. Lass uns mal die Chaos-Kreolen angucken. Da sind sie. Die Clanältesten geben diesen halbmondförmigen Ohrring ihren Kämpfern an vorderster Front. Hexen, die diese Ohrringe trugen, war es erlaubt, ihre eigene Zauberkraft betriebene Kampfmaschinen, die Umbra-Rüstung, zu tragen. Die Umbra-Rüstung kann überall nach Belieben herbeigerufen werden. Leider verbraucht sie enorme Mengen magischer Energie, sodass selbst die stärksten Hexen in der Rüstung keine Umbra-Climax auszuführen vermögen. Ah, das ist an sich ganz cool. Dann können wir immer nach Gutdünken und Belieben mit dieser Rüstung rumlaufen. Das kaufen wir mal. Zu wenig Heiligenschein. Oh, 500.000! Gottes Willen! Gottes Willen! Wir können uns ja gar nichts leisten, außer irgendwas mit 100.000. Oh je. Da habe ich mich schon gefreut und dann so ein Dämpfer hier, ey. Haben wir den Parfum schon gekauft? Ich muss gerade mal gucken. Ja, Umbra Elegance haben wir schon gekauft. Dann können wir nämlich gleich mal ausprobieren, wie man die Klamotten anzieht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja. Das Tor wieder verlassen. Oh! Johann! Ist gut! Holt er uns hier wieder raus. Aber das passt ja ganz gut, haben wir genau ein Kapitel geschafft. Dann machen wir erstmal einen Break. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gleich beim nächsten Kapitel Die Wahrheit. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.